Ja, wir sind von der Feuerwehr Stuttgart, von der Höhenrettungsgruppe. Wir machen heute hier eine Übung mit der EMBW zusammen. Wir üben den Notfall, wenn dem EMBW-Mitarbeiter oder dem Hersteller-Mitarbeiter, die hier viel arbeiten, was passiert in der Höhe. Wir sind hier auf 140 Meter Höhen in der Windkraftanlage. Und sollte dem was passieren, dann müssen wir die retten. Also die haben eigentlich ein Rettungskonzept, nur wenn das schief geht, dann brauchen sie ja noch eine Rückfallebene, dann wären wir im Spiel als Höhenrettungsgruppe. Na, die Feuerwehr, die kann bis 30 Meter eigentlich alles abarbeiten. Alles bis zur Drehleiterhöhe, also 30 Meter können die mit dem Absturzsicherungsset machen. Alles, was da drüber geht, macht die Höhenrettungsgruppe. Und so verhält sich es auch mit dem Gewicht. Zum Beispiel schwergewichtige Patienten bis 150 Kilo kann die Feuerwehr, die normale Feuerwehr, ganz normal retten. Alles darüber wäre wieder eine Aufgabe der Höhenrettungsgruppe. Alles